Willst du eine 20€ PSN oder Xbox-Karte gewinnen? Wenn ja, dann lass jetzt einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da und schon bist du beim Gewinnspiel dabei. Das Ganze wird in einer Woche aufgelöst und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA-Talk und heute habe ich drei sehr interessante Themen am Start. Beim ersten Thema wurde ein Objekt, welches eigentlich untauschbar ist, per Schnellverkauf verkauft und dann machen wir weiter mit den Demo-News bzw. auch teilweise FIFA 19-News und zum Schluss zeige ich euch noch, wie ihr FIFA 18 gerade gratis spielen könnt bzw. es gratis downloaden könnt. Und falls ihr demnächst ein Video haben wollt, wo ich euch zeige, wie ihr perfekt in FIFA 19 reinstartet, so dass ihr eben am Anfang schon direkt viele Coins habt, dann lasst auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben da. Wenn sich viele Leute dafür interessieren, werde ich das auf jeden Fall in näherer Zukunft hochladen. Okay, dann starten wir rein ins erste Thema und da wurde eine Goalkeeper Training Karte mit 15 plus Reflexen für 34 Münzen verkauft bzw. hätte verkauft werden können. Im Normalfall sind untradable Items nicht verkäuflich. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Untradable heißt untauschbar, das heißt, du kannst daraus eigentlich keine Coins machen. Okay, natürlich. Untauschbar heißt natürlich, du tauschst die Spieler gegen Coins. Ich weiß jetzt nicht, ob damit gemeint ist, dass man sie auf dem Transfermarkt tauscht oder ob der Schnellverkauf da auch dazu zählt. Also ich bin mir eigentlich schon sehr sicher, dass das hier ein Bug ist, denn ich habe noch nie eine untauschbare Karte irgendwie auch nur abstoßen können. Normalerweise haben solche Karten ja immer 0 Abstoßwert, aber diese Karte hat einfach 34 Abstoßwert, aber du kannst sie nicht auf dem Transfermarkt anbieten. An der Stelle danke an den Shivan, dass du mir das geschickt hast auf Instagram. Grüße gehen raus an dich. Ja, schreibt mir dazu mal in die Kommentare, ist das ein Bug oder ist es keiner? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man untauschbare Objekte nicht verkaufen kann. Egal, ob das jetzt ein Spieler ist oder irgendeine Trainingskarte. Normalerweise kann man die nicht verkaufen, oder? Wir machen weiter mit den ersten Demo-News zu FIFA 19. Und zwar gehen wir direkt mal auf die Frage ein, wann kommt denn eigentlich die FIFA 19 Demo? Die wird höchstwahrscheinlich rund um den 12.09. herauskommen, also 12. September. Ganz genau ist dieses Datum natürlich noch nicht, denn EA kann das ja selbst bestimmen. Aber man kann das Ganze eigentlich sehr gut predikten, denn in den letzten Jahren war das auch immer rund um dieses Datum und das offizielle FIFA 19 wird dann eben am 25.09. erscheinen, wenn man sich eine gute Version geholt hat, also eine Vorbestellerversion und sonst kommt es für alle anderen am 28.09. heraus. Ja, jetzt gehen wir nochmal genauer ein auf die Demo, denn hier wurden schon mal die Mannschaften geleakt. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Bild wirklich echt ist, also ob das jetzt ein Fake ist oder nicht. Offiziell ist es natürlich nicht gepostet worden, aber es könnte schon was Wahres dran sein. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall seht ihr da schon mal die ersten Mannschaften und ich habe euch ein Video verlinkt, in dem ihr noch mehr Leaks und Bilder sehen könnt. Das Ganze ist von Mo. Checkt das auf jeden Fall gerne mal ab. Dort seht ihr auch ein paar weitere FIFA 19 Demo-News. Und des Weiteren gibt es jetzt auch schon Gameplay von FIFA 19. Das Ganze wurde auf der E3, glaube ich, sogar veröffentlicht. Deswegen kann man sich das eigentlich ganz easy anschauen. Ich habe euch das auch in der Beschreibung verlinkt, da ich die Rechte dafür nicht habe und damit keine Probleme machen will. Deswegen für das Gameplay einfach in die Beschreibung schauen. Dort steht dann Gameplay Doppelpunkt und dann eben der Link und dann könnt ihr euch hier ein geiles FIFA 19 Gameplay ansehen. Ja, das waren jetzt eigentlich auch schon diese ersten FIFA 19 Demo-News, die man im Moment hat. Es ist nicht wirklich viel, aber die Demo ist ja auch noch ein Stückchen hin und deswegen finde ich es ganz cool, dass wir da zumindest ein paar Sachen herausgefunden haben. Okay, und jetzt sind wir auch schon beim letzten Thema und da geht es wie gesagt darum, dass man eben FIFA 18 im Moment gratis spielen kann. Denn EA hat das so gemacht, dass man das Spiel jetzt für eine Woche, also so vom 9. bis zum 15. Juni gratis spielen kann. Das heißt, ihr habt noch 4 Tage Zeit, um das Spiel euch gratis runterzuladen, falls ihr es noch nicht habt. Also falls ihr es schon habt, ja, dann habt ihr das Geld sowieso schon ausgegeben. Aber für alle Leute, die eben FIFA-Videos schauen und sich die ganze Zeit überlegen, soll ich mir das Spiel holen, soll ich es mir nicht holen? Ich glaube, bis zum 15. Juni kann man das Ganze runterladen, aber ich glaube, man kann es auch nur bis zum 15. Juni spielen. Da bin ich mir nicht sicher, ob man das dann weiterhin spielen kann. Auf jeden Fall bis zum 15. Juni kann man sich FIFA 18 gratis im PlayStation oder Xbox Store runterladen. Natürlich auch auf dem PC, also das ist ganz klar. Und das hat EA einfach gemacht, um den Hype für FIFA nochmal aufzubringen, dass eben viele Leute, die FIFA noch nicht haben, auch vielleicht mal in das Spiel reinschauen und dann eben Gefallen daran finden und dann eventuell eben auch FIFA 19 kaufen. Also das ist natürlich marketingtechnisch gesehen schon sehr klug von EA. Und damit war es das jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA-Talk. Vergiss nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Dort musst du, wie gesagt, nur ein Abo und einen Daumen nach oben dalassen. Und damit bin ich raus. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Video und ciao.